Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren epischen Part. Legend of Zelda, A Link to the Past. Ja! Im letzten Part haben wir ganz schön verkackt. Aber diesmal haben wir die Macht von mächtigen magischen Tränken. Und ich muss direkt einnehmen, weil ich voll aufs Mal bekommen habe, als ich hier gelatscht bin. Und ich muss die Musik kurz leiser machen. Oh, ja geil, ja viel besser, lecker, schmecker. Ja, und jetzt haben wir ihn erstmal richtig weg, dieses Stück Kacke, Alter. Fick dich! Der triggert mich so hart, ne? Oh mein Gott. Wow. Okay, alles klar. Aber diesmal bin ich nicht ein skillloses Stück Kacke. Diesmal rock ich den locker easy weg, Leute. Passt auf, wie ich den wegragge. Das wird so easy. Dun, dun, dun. Ja, Leute, und wie war euer Tag so in eurem Life? Ich glaube, es ist Montag, wenn ihr das hier aktuell guckt. Das ist nämlich nicht cool. Ich habe hier gerade Rosenmontag. Deshalb gönne ich mir richtig heftig das Aufnehmen. Gönnt man sich halt. Wow. Chill, chill, chill. Genau, perfekt. Oh ja, ich konzentriere mich hier so ein bisschen, deshalb halte ich mal ein bisschen meinen Mull. Aber durchaus muss ich sagen, mir geht's schon richtig gut in meinem Life. Stirb, du Biest! Der Unterwelt! Alter, der rote Tank hat mich nicht mehr voll geheilt. Willst du mich pranken? Hätte ich mir auch Feen holen können. War ein Arschloch. Oh shit. Okay, wir sollten was schlucken. Wenn ihr versteht, was ich meine. All Healing Power. Der war kurz blau. Ich will blau, ist genau deine Farbe, Darling. Okay, mein Strahl macht ihm auf jeden Fall keinen Schaden. Das ist ein bisschen komisch, nach dieser Aussage von meinem Strahl zu reden. Aber ja, der macht keinen Schaden. Alter, scheiße, ich darf dich schon wieder abkacken. Alter, wie einfach war der denn? Oh mein Gott, wie wir den weggerickt haben. Krass, Alter. So easy. Als ob da jemand sterben würde bei dem. Ja. Oh, fuck. Was für ein Scheißbus. Der war echt nicht schwer. Ich spiele nur schlecht. Wir haben einen Waifu-Kristall erhalten. Krass, Alter. Klink! Ich danke dir! Durch dich konnte ich den grausamen Monster entrinnen. Ja, du bist trotzdem irgendwie in einem Kristall eingesperrt, also. Eins war dich, das goldene Land, wo sich das Triforce, die goldene Macht, befand. Doch als Genen, der Anführer der Diebe, sich die Macht zu eigen machte, wandelte er das goldene Land in die Schattenwelt. Nun will er Hyrule erobern. Mit unseren Kräften hat er das Siegel am Tor nach Hyrule gebrochen. Doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben immer noch eine sicke Chance, Brother. Wir sieben Mädchen, allesamt Nachfahren der sicken Weisen, können gemeinsam den Zutritt zu Genens Versteck öffnen. Ich sage dir nun, wo sich die anderen Mädchen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Ganon zu bezwingen. Dann kann ich wieder ich selbst sein, Bruder. Hast du alles gecheckt? Nein. Will der Weg des Heils zum Triforce führen? Yeah! Nun, sie hat uns jetzt auf der Karte gezeigt, wo die anderen Dungeons sind. Und durchaus werden wir sie in der Reihenfolge, wie sie angegeben sind, bewerkstelligen. Und wie wir das werden. Ja, allerdings haben wir keine Feen und Stuff und sind ganz schön am Arsch generell. Also würde ich sagen, wir gucken uns erstmal ein bisschen in der Schattenwelt noch um. Gucken, was wir vielleicht noch nicht gefunden haben in unserem Life. Oh, sorry, ich wollte nicht in dich reinbomben. Versteht ihr? Weil er wirft Bomben. Okay. Ach ja, richtig, das war ja der Ort mit dem Bullshit-Affen. Ich erinnere mich. Oh, der hat mich so getriggert, der Affe, ne? Der war so scheiße, ich hasse ihn immer noch. Was für ein dreckiges Stück, verlaustes Stück Kacke. So, okay, aber genug von Affen. Wie war denn euer Life so? Wie ist denn euer Tag heute, ja? Wenn es Montag ist, wie war euer Montag, ja? Ich weiß, Montag ist eigentlich immer Kacke. Aber man muss lernen, in seinem Life immer das Beste an dem Tag zu sehen. Oder allgemein im Life, wisst ihr? Denn nur dann kriegt man die maximalen EP. Weil, wenn ihr nicht das Beste im Life seht, Digga, dann brauchst du auch keine EP mehr. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, irgendwer versteht mich. Fuck, ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Merkt man das? Fällt das schon auf, dass ich gar keinen Plan habe, wohin ich mit meinem Life überhaupt gehen soll? Und wieso sollte ich hier hingehen? Digga, was ist los?
Wie bin ich hierher gekommen? Oh, fuck. Okay, warte, vielleicht können wir hier irgendwo raus. Ja, auf der anderen Seite, toll. Und sonst so? Und sonst so gar nicht so. Was war hier? Ja, ja, ich glaube, hier geht's zurück. Ah, fuck. Nein, tut es nicht. ich hab's gleich, Leute, ich hab's gleich. Was ist das eigentlich für eine weirde Statue, ey? Naja, egal. Ba-ba-ba-da-ba-ba. Aha, aber hier sind wir, da wo wir gerade waren. Oh. Ja, gut. Gab es keinen anderen Way, Alter? Ich achte mal jetzt ganz genau drauf. Da. Hä, hier komme ich doch rein. Ja, wieso ging das gerade nicht? Bin ich falsch gelatscht oder so in meinem Life? Ist egal, sowas passiert halt, ey. Es erinnert mich doch damals, als ich super, super viele Let's Plays geguckt habe. Heute gucke ich immer noch richtig viele. Aber nicht so viele wie damals. Und damals hat es mich immer getriggert, wenn der Typ so, also wenn der Let's Player, oder die Frau halt, wenn der Typ oder die Frau halt, auf jeden Fall, wenn die Person nicht gesehen hat, wo es weitergeht und das super offensichtlich ist, so wie jetzt gerade. Ich bin mir sicher, der Closetto Boy von früher, ja, wenn er das hier gesehen hätte, der wäre richtig getriggert. Der wäre richtig getriggert. Der würde sich denken, boah, Alter, bist du scheiße. Ich habe jetzt keine Hate-Kommentare geschrieben, ja? War ja alles cool und so, aber ich hatte meistens keinen Bock und hab weggeschaltet. Oh Gott, ich hoffe, ihr seid doch noch da, oder? Oh nein. Themawechsel. Das Masterschwert ist schon eine coole Waffe, aber wenn es Strahlen verschießt, ist es dann immer noch ein Schwert? Ich meine, das ist kein Werkzeug des Nahkampfes. Möchte ich mal angemerkt haben, ne? Oh fuck! Andererseits irgendwo doch. Aber mit einem Gewehr kann ich auch jemanden auf Small hauen. Also was ist da los, ey? Was ist in dieser Welt nur vorgefallen? Ich habe das Bedürfnis, hier reinzugehen. Andererseits, schauen wir erstmal in die Höhle. Also in diesen Kreis und dann mit den Spiegel zu benutzen, meine ich. Was geht ab, Boy? 20 Rubine. Ah ja, das war das Stück Scheiße. Weißt du was? Fick dich. Wir sammeln nämlich immer noch 500 sexy Rubies für unsere wundervollen, wundersamen, unglaublich schmeichelnden, was wollte ich sagen? Schwimmflossen. Schwimmflossen. Ha, ja genau, jetzt können wir diese Dinger reinplöcken. Was heißt, wir können uns hier auch hin, Wallowizarden? Was zum Fick uns das auch immer bringt. Und hier ist sogar ein, Dingens, ein, Ding, ne? Ein Portal. Wie konnte ich das eigentlich verkacken? Ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja, geil. Oh, ja. Oh, oh, in der Flasche. Oh, ja, oh. Oh, ja, komm in meine Flasche. Schleckerle, ja. Oh. Lecker, schmecker. Ich esse dich später. Was für eine kranke Schlampe wir eigentlich sind. Ja, ja. Okay. Dann nutzen wir doch dieses wunderbare Portal direkt. Und reisen. In die mystische Welt des Schattenreiches. Ja. Denn wir haben hier noch was zu erledigen. Ich habe mich nämlich gerade an etwas unglaublich episches, wundervolles erinnert. Aber dafür müssen wir erstmal weg von hier. Ja, aber ich habe keinen Plan, wohin mit meinem Life. Okay, wieso sollte ich diese Viecher bekämpfen? Wir gehen einfach weiter. Nee, ich ignoriere die jetzt einfach, Leute. Ihr wisst ja, Leute, ich mobbe. Ihr müsst die einfach nur ignorieren und dann ist das okay. Weil dann haben sie immer so viel Spaß dabei im Teil. Oh. Ach ja. Ich überlege gerade, wurde ich als Kind mal gemobbt? Ich glaube nicht. Oder doch? Ich erinnere mich nicht mehr, Digga. Käsegedächtnis. Aber anscheinend nicht so krass, wenn ich mich nicht dran erinnere. Nee, ich habe immer mitgelacht, so. Und deshalb war das nie so Mobben. Glaube ich. Wisst ihr, ich finde, es ist super wichtig im Live, wenn man auch über sich selbst lachen kann. Wenn du das nicht kannst, wie sollst du dann andere auslachen, Junge? Das ist der Basic Skill hier. Und ich weiß nicht. Man muss ja nicht so sich alles gefallen lassen, natürlich, ne? Aber man sollte auch nicht sich auch nicht von allem triggern lassen. Wie zum Beispiel, wenn so ein Let's Player nicht weiß, wo er lang gehen muss, ja? Davon sollte man sich nicht so krass triggern lassen, Leute. Man sollte einfach mal mit einem Lächeln durch die Welt reisen.
Denn what the fuck, am Arsch sind wir sowieso alle. Mann, ich sollte Motivationscoach werden, findet ihr nicht? Oh shit. Wir dashen einfach durch den Playboy durch. Oh, yeah, oh Gott, ein Stein! Oh Gott, ein... Okay, fuck. Das hat nur suboptimal funktioniert. Ich habe vergessen, dass hier ein Stein lag. Ja, ja. Dieser furchtbare, dreckige Stein muss nun auseinandergenommen werden. Mögest du für immer in Trümmern bleiben. Okay, ja. Und sonst so, Leute, was geht ab in eurem Live? Habe ich das hier schon mal gefragt? Ich weiß es nicht, Alter. Ich weiß es nicht. Doch, weiß ich. Ich habe es schon mal gefragt. Ich Dummkopf. Wenn ich in diesem Video, dann in einem anderen. Digga, aber was ist das eigentlich für eine Welt? Oh, fuck. Ich möchte eigentlich nur darüber, aber irgendwie ist das Ding voll im Arsch. Gibt es einen anderen Weg darüber? Hier komme ich nicht weiter. Da unten! Da unten! Ich muss nach unten. Okay, okay. Vielleicht soll ich instant auf die Map gucken, anstatt einfach ins Blaue loszurennen. Ja, vielleicht auch nicht. Na, 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 na. Ja, der Tag für mich verlief super easy. War bei der Arbeit. Hab da bis 12 Uhr gearbeitet. War ganz chill. Und dann bin ich nach Hause gegangen, hab was gegessen, hab instant aufgenommen. Ich hab mir richtig gegönnt, Leute, Alter. Alter, ich hab 1,5 Stunden Crawl Trigger aufgenommen. Jetzt gönne ich mir noch diese geile, sexy Zelda-Action hier. Oh, fuck, hier brauche ich ja das Ding. Okay, dann zerstückeln wir erstmal dieses Stück Scheiße hier. Bam. Und ja, ich hab richtig Schmacht. Ich würde vielleicht sogar noch was für Samstag aufnehmen heute, weil ich hab irgendwie richtig Drang aufzunehmen. Ich hab richtig Schmacht, Leute. Alter. Bombenshop. Warum sollte ich zum fucking Bombenshop... Obwohl, warte mal, vielleicht ist da ja ein Upgrade für uns, das uns hilft, mehr Bomben zu tragen. Könnte dies denn der Fall sein? Ja. Ist das der Bombenshop, unser altes Haus? Also, in der Lichtwelt ist das unser Haus? Ha, hi. Bomben, mächtige Bomben, 30 Stück, du Ruine, Bomben! Ja, komm halt dein Mund, Alter. Ich hab nicht mal, ich kann nicht mal 30 Bomben tragen, ey. Was soll ich da mit dem Scheiß hier? Weißt du, solche Leute triggern mich richtig, ey. Leute, irgendwie ist Triggern so mein Wort geworden in letzter Zeit. Ich sag das richtig oft. Bin nicht so ein großer Fan von diesem Wort, ne? Aber ich weiß nicht, irgendwie... Ich finde, es bringt es schön auf den Punkt, weil du wirst ja voll getriggert. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn irgendwie Scheiße passiert. Und deshalb, ich weiß nicht, ich mag das Wort. Ich mag das Wort, ja? Ist irgendwie angenehm. Das Wort triggern. Ist schön auszusprechen, es ist ein schöner Klang. Und, weiß nicht, ich finde es passend. Wenn ich getriggert bin, habe ich auch das Gefühl zu sagen, dass ich getriggert bin. Anstatt sowas zu sagen wie, oh, das ist aber nicht schön. Oder, oh, das missfällt mir aber. Nein, nein, Leute, ich bin getriggert. Das ist nämlich die Welt, wie sie funktioniert und so. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wieso ist hier ein Pfeil raus aus diesem Wald? What is love? Baby, don't hurt me no more. So, hier wollen wir hin. Hi, Scamp. Kaum kann ich hinein in die Schattenwelt, wurde ich in dieser Gestalt verwandelt. Früher habe ich das Flötespielen sehr geliebt, das vermisse ich nun sehr. Da gab es einen kleinen Wald mit vielen Tieren, den würde ich gerne wiedersehen. Dort habe ich meine Flöte zusammen mit Blumensamen vergraben. Bitte, such meine Flöte. Ja, okay. Ich leide gern meine wizardische Schaufel. Viel Glück, Bruder. Yeah. Du hast dir eine Schaufel geliehen. Damit kannst du im lockeren Erdreich kramen. Nur der Erfolg gehabt, dass du eine Flöte gefunden. Bitte, such weiter nach ihr. Ja, ich glaube, wir müssen in die Lichtwelt und dort nach der Flöte suchen. Und ich würde das auch gerne machen, diese kleine Sidequest. Denn Leute, die Belohnung ist der sicke Shit, den wir unbedingt haben wollen in unserem Leben, ja? Und die ist sogar for free. Ich weiß, besser kommt's nicht. Gut, dass ich mich daran erinnert habe. Denn die Belohnung, die wir erhalten, ist so geil. Ich würde fast mein Kind nach ihr benennen. Aber nur fast. Ja, 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 ja. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob wir im Dorf Kakariko waren. In der Zeit, wo... Also in der Schattenwelt. Aber wir können mal hier reingehen. Yolo Swag Swag Yolo. Witter ist so ein Spiel. Na mal, Junge. Probier doch nicht mal nochmal am Schießen. 5 Schüsse kosten 20 Rubies. Es winken ein paar extra Rubies. 20 Rubies? Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Versuch 5 Mal zu treffen. Zieh genau, okay? Okay.
Erstmal küpp ich meinen Bow. Und dann treffe ich diese Fuckviecher einfach. Das ist so easy. Wir müssen einfach nur ein bisschen Geduld haben, bis die Hände weg sind. So easy! Alter, wieder abgeht. Geil! Okay. Fuck. So viel dazu, Alter. Okay, okay, Leute. Cool, Alter. Direkt 8 Rubies. Okay, noch einen Schuss haben wir. Der nächste Schuft. Fuck. Hab verkackt. Hey, Bro. Willst du nochmal schießen? Ja. Ich glaube, wir bekommen nämlich ein Herz, wenn wir alle treffen. Das wäre ganz schön super sexy. Okay, fuck. Aber versuchen wir halt so viel Geld wie möglich rauszubekommen. Oh Gott. Oh, meine Rupees. Nein. Ja, wisst ihr was? Wir machen das, wenn wir die Schwimmflossen gekauft haben. Sonst habe ich ein schlechtes Gefühl. Lassen wir das. Aber das ist eigentlich nicht schwer. Das können wir locker easy machen. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall die sickeren Handschuhe. Die Dinger können wir nicht so einfach hochheben. Aber wir können mal gucken, was hier so ist. Was ist das denn für eine Gestalt? Fuck, hier kommen wir irgendwie nicht vorbei. Oh doch, wir können da runterspringen. Yeah! Mal sehen, was uns dieser Playboy so zu sagen hat. Willkommen, Schatzgraben. Grabe in 30 Sekunden so viel, wie du kannst. Alles, was du findest, gehört dir. 80 Rubies und das kann losgehen. 80 Rubies, Junge, das ist viel zu viel. Das ist viel zu stressig. Okay, Alter. Ich will erst die Schwimmflossen kaufen, Leute. Dann mache ich so eine Scheiße. Aber erst die Schwimmflossen, okay? Denn die werden wir echt noch storymäßig brauchen. Also, die werden wir sowieso brauchen, um das Spiel durchzuspielen. Deshalb, ich will die Scheiße haben. Und die kosten fucking 500 Rubies. Wie lange nehmen wir schon auf? Oh ja, es geht noch, Alter. Ja, in letzter Zeit habe ich die Parts nicht so in einheitliche Länge gehalten. Deshalb hatte ich jetzt vor, das so ein bisschen zu ändern. Mal ein bisschen die Parts so in 20 Minuten Rahmen zu halten. Nicht mehr und nicht weniger. Aber manchmal, aber nur manchmal. Fuck, was wollte ich sagen? Manchmal ist es auch ganz nice, wenn wir die Parts ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer machen. Kommt ja ganz drauf an. Ich habe den letzten Part oder den vorletzten oder so, habe ich recht kurz gehalten. Aber dafür habe ich den Part davor halt viel zu lang gemacht. Deshalb, Scheiße gleicht sich so ein bisschen aus. Aber ich denke, 20 Minuten sind eigentlich optimal für diese visardischen Künste, die wir hier vollbringen. Der Dungeon ist genau neben mir. Okay. Gehen wir hin. Na, 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 na. Na, 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 na. Mal sehen. Ach, fuck! Nein, nein, nein! Wir wollen noch nicht zum Dungeon. Ich wollte ja erstmal das Bullshit-Minispiel spielen. Okay, Leute. First things first. Wir gehen das Bullshit-Minispiel spielen. Also nicht das Bullshit-Minispiel, sondern wir wollten doch den ekligen, Typen, seine Flöte wiederbringen. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Oh. Wisst ihr noch? Also gehen wir zum ekligen Typen und suchen seine Flöte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Dafür müssen wir aber zurück zum Wald und da müssen wir in die Licht-Variante von dem Wald. Also nutze ich jetzt mal meinen sexy Spiegel, Alter. Ha! Ja, klar! Ja, das ist fair, Alter. Okay, ich habe keinen Schaden bekommen, dann ist ja alles gut. Dann habe ich nichts gesaved, Alter. So, wollen wir mal. Hier in dem Wald sollte sich eine Flöte befinden. Hier sind ein paar Tiere. Hier ist so ein Faggot. Hi, Scump. Oh. Und so kommen wir ins Schattenreich. Okay, anscheinend ist die Zeit zwischen diesem Reich und dem Schattenreich ein bisschen komisch. Alles okay. Jetzt habe ich hier ein bisschen rumgraben. Und dann finden wir bestimmt irgendwo diese sexy Flöte. Er sagt irgendwo bei Blumensamen. Also grabe ich einfach alle Blumen kaputt. Bah, oh fucking hell. Komm schon, Blume. Es wird Zeit zu offenbaren, was ich brauche. Ach ja, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Ich glaube, Link's Awakening oder so. Da hatte man halt auch eine Schaufel. Und man musste, glaube ich, storymäßig einfach durch die Gegend schaufeln, bis man irgendein random Item bekommen hat. Das war super dumm. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass meine Erinnerungen mich trügen. Aber ich meine, so war das, Alter. Ja, Leute, und jetzt graben wir einfach alle fucking Bullshit-Blumen um. Ist mir scheißegal, Alter. Hier ist das irgendwo, diese Bullshit-Flöte. Die will ich haben in meinem Life. Also, glaube ich. Ich meine, welchen Wald hätte er sonst gemeint?
Oh Gott, ich fange langsam mal zu zweifeln. Ist der eigentlich random versteckt oder immer an einem Ort? Alter, die Tiere sind so getriggert von mir. Oh ja, ey! Yeah. Trara! Hier ist die Flöte. Ihre Musik verfügt bestimmt über geheimnisvolle Kräfte. Wir zocken mal die Flöte. Ja, aber nichts passiert. Okay. Ja gut, bringen wir diese Flöte diesem Bad Boy wieder. Dafür müssen wir erstmal rausgehen. Oh fuck, oh shit, oh damn, oh fuck. Okay. Wir sind safe, Leute, wir sind safe. Ja, yeah, aus dem Weg, Arschloch. Ach, die Musik ist, lädt einfach zum Mitdödeln ein. Findet ihr nicht? Was geht ab, Boy? Hier, guck mal, was ich hab. Danke, Klink, aber in dieser Gestalt kann ich die Flöte nicht mehr spielen. Nimm du sie doch, du Arschloch. Und sollst du irgendwann mal nach Kakariko kommen? Da gib sie dort dem etwas verschlafenen alten Mann. Würdest du das für mich tun, mein Bruder? Oh, ich spüre in meiner Erinnerung, da gesagt, verblasst, bitte spiel mir ein Lied. Okay. Na, 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 na. Was für ein schönes Lied. Oh, Boy! Okay, der Bruder ist in einen Baum verwandelt worden. Gut, einen verschlafenen alten Mann. Das machen wir aber erst im nächsten Part, oder mache ich das noch? Ach komm, das machen wir noch, Leute, das machen wir noch. Wisst ihr, alles cool. Gehen wir nach Kakariko. Ach, ja. Aber nicht in dieser Version von Kakariko, sondern in dieser Version. Oh yeah, Metal Gear. Gut. Kakariko, genau. Ich überlege gerade, ob es irgendwas anderes gibt im Live, was wir hier brauchen. Alter, diese Fuckbiene. Hat er mich gerade angegriffen? Okay. Wir werden einfach alle auslöschen, die uns in den Weg kommen. Denn wir sind der oberböse Lord Klink. Und wir verfügen über das Triforce des Kraft. Ah, warte, nein. Falsche Story. Etwas verschlafenen alten Mann, hä? Aber wo soll hier ein alter verschlafener Mann sein? Ich verstehe das nicht. Alter verschlafener Mann. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Kann ich den nicht einfach hier spielen? Nee. Achso, ja, falsches Item. Weiß nicht, ob irgendwas passiert. Ja? Sikatun, Bruder, Sikatun. Und? Alter! Geil! Das ist die Scheiße, die wir brauchen, Leute. So, jetzt haben wir den Vogel befreit. Aus dem Stall nehmen, warum auch nicht. Fuck auf den verschlafenen alten Mann, mir doch egal. Und jetzt können wir die Flöte immer nutzen, wenn wir Bock haben. Ah, kommt der Vogel! Und er bringt uns einfach, wo wir hinwollen! Ist das nicht der geilste Luxus der Welt? Und das geht halt auch in der Schattenwelt, das ist ziemlich super. Aber ja, Leute, mit diesem kleinen Extra würde ich sagen, beenden wir den Part für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr schaltet demnächst auch wieder ein. Bis dann, Leute. Ciao.